So, ja, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir hatten ja Ende des letzten Jahres noch gesagt, wir gucken mal, dass wir euch irgendwo ein bisschen helfen können, ein paar Fragen von euch klären. Und da sind noch ein paar kleine Punkte zu unserem neuen WA475 hier aufgekommen. Im Wesentlichen sind wir des Öfteren gefragt worden, sag mal, kann man da auch einen normalen Bürstenmotor als Antrieb einbauen? Ihr habt da irgendeinen brushless Motor angegeben, das läuft doch nicht vernünftig. Ja, so ein brushless Motor, das ist vom Anlaufverhalten nicht vernünftiges. Und da dachte ich mir, ich zeige euch das heute mal, diesen Antrieb, den wir da entsprechend vorgeschlagen haben. Bei uns in der Empfehlung, den haben wir hier schon mal liegen. Ihr seht es auch als Vorschau hier oben links. Ist das richtig? Genau, da oben links. Das würde ich euch einfach gerne mal zeigen, wie so ein aktueller Brushless-Motor ja, vom Anlaufverhalten, vom Regelverhalten ist. Und vor allem, der hat, wie ich finde, ein ganz super geniales Feature. Und damit ihr ein bisschen mehr seht, schalte ich gerade mal die Ansicht um. So, ja, sollte funktionieren. Das ist das gute Stück, das wir hier empfehlen. Eben dieser Quick Run Fusion 1200 kV mit, hoffen man sieht das, in 45er Größe. So, jetzt würde man sagen, ja, okay, ganz normaler Motor. Ja, jetzt brauchst du noch irgendwie einen Regler dazu und dann hast du ja halt einen Brushless-Antrieb, den viele nicht wollen. Zum Thema Regler kommt das erste wirklich Geniale hier, nämlich was hier liegt, ist genauso wie es aus der Kiste kommt. Klar, der Empfänger ist nicht mit dabei, aber wer ganz genau hinschaut, sieht, aus dem Motor kommen nur, ich sag mal, zwei Anschlusskabel raus, also ein rotes und ein schwarzes. Hier habt ihr ein Kabel dran mit einem Schalter und man kennt es ja von den normalen Brushless-Motoren, dass da drei Kabel rauskommen. So, wo ist jetzt hier der Gag? Gag ist ganz einfach. Was hier liegt, ist Motor und Regler in einem. Also das heißt, in dem guten Stück, der Motor geht im Prinzip ja, bis hierher in etwa und das hintere kleine Stück, das ist zeitgleich ein Sensor und der Regler. Also das heißt, der Regler wird über einen Sensor direkt am Motor angeflanscht, weiß ganz genau, wo der Motor steht. Das heißt, im Modell natürlich vom Verkabel super einfach, weil ihr müsst nur noch hier 12 Volt drauf geben, ein Kabel in den Empfänger stecken, Regler braucht ihr nicht mehr, ist da schon drin in der Kiste. Und ihr habt zeitgleich, das ist sogar noch ein BEC mit drin, dass ihr fürs Modell verwenden könnt und ihr habt direkt noch den Ein- und Ausschalter fürs Modell auch dabei. Ja, dann, um das Ganze mal in Aktion zu zeigen, machen wir da mal Strom drauf. Also wie gesagt, das ist genauso, wie es aus der Packung kommt, hier mit Stecker dran. Ja, wird man nicht direkt verwenden können, weil man ja noch eine Verteilung im Modell braucht, ein Funktionsmodell. Wir haben ja noch den Pumpenregler und so weiter. Aber ich fand, das ist alles sehr schön gemacht. Ich zeige euch das hier nochmal. Bisschen im Detail, hoffe, das sieht man. Und ja, wie gesagt, so kommt das gute Stück aus der Kiste. Da vorne habe ich mal halt, so einen kleinen Wimpel dran gemacht, damit man das mal ein bisschen besser sieht jetzt vom Anlaufverhalten, wenn wir da mal Strom drauf geben. Ich habe an dem Motor nichts programmiert. Also da ist eine Programmierkarte dabei, stimmt, die habe ich jetzt gar nicht mit hingelegt. Also es ist noch eine Programmierkarte mit bei, aber so wie wir es uns jetzt hier anschauen, ist es, wie sagt man zu Neudeutsch, out of the box, also gerade aus der Kiste raus. Wir stecken jetzt einen Akku dran und gucken, was passiert. So, also einmal den Akku dran. Dann nehme ich hier den Schalter, drücke den kurz, habe eine Kontrollleuchte dran, dass das Ganze an ist. Jetzt gucken wir uns das mal zusammen an, wie so ein aktueller Brushless-Motor vom Anlaufverhalten her ist. Ich mache das jetzt hier gerade mal so. Also man sieht, da ist jetzt nichts von irgendwie, das ruckelt und zuckelt. Und
Jetzt mal langsam Gas. Also das lässt sich absolut super feinfühlig regeln, das Ganze. Und ich mache das jetzt hier nicht mit der Trimmung oder irgendwas. Kann hier gleich nochmal die Kamera ein bisschen wechseln. Also so läuft das an. Ja, das ist also, ich glaube, da braucht es jetzt nicht unbedingt einen Bürstenmotor mehr. Und vor allem das Coole an der ganzen Sache ist, es ist weiterhin ein Brushless-Motor. Das heißt, ich habe ab der ganz geringen Drehzahl, habe hier schon richtig Drehmoment. Also das ist ja der Hauptvorteil, den ich an den bürstenlosen Motoren, an den Brushless-Motoren so schätze. Die sind nicht leistungsgeregelt, sondern Drehzahl geregelt. Das heißt, ich sage dem Regler nicht, ja, gib mal ein bisschen Leistung, wie es bei den Bürstenmotoren ist, drauf und dann muss ich lastabhängig immer nachregeln, sondern ich bei einem bürstenlosen Motor, also bei einem Brushless-Motor, sage ich über der Fernsteuerung dem Motor, dreh mal den Motor, keine Ahnung, 10% schnell und dann macht er das. Und wenn der abgebremst wird, der Motor, regelt der Regler das automatisch von der Leistung her nach. Ich muss mich da aber nicht drum kümmern. Und deswegen bin ich so begeistert von den Brushless-Motoren im Funktionsmodellbau. Und ja, wie gesagt, mit der neuen Generation hier mit dem integrierten Regler, muss ich einfach sagen, das ist für mich eine schon sehr optimale Lösung. So, stellen wir das Ganze mal hier ein bisschen um, dass ihr das auch seht, was ich da am Knüppel da so mache, dass man da sieht, dass da nicht irgendwas getrickst ist. Also ich habe hier, so läuft das Ganze an. Man sieht es ja am Knüppel, das kann man jetzt alles einstellen, den Totweg, aber so ist das vom Regelverhalten. Und wie gesagt, ich denke, das ist jetzt was, das kann sich absolut sehen lassen. Rückwärts natürlich das Gleiche. Jo. Wie gesagt, das wollte ich so in der Form einfach mal mit euch teilen, weil ich habe nichts, generell nichts gegen den Bürstenmotor, aber ich denke einfach, dass aus heutiger Sicht der Brushless-Motor die bessere Lösung ist in den Antrieben für die Funktionsmodelle, weil ich einfach nicht leistungsgeregelt, sondern drehzahlgeregelt unterwegs bin. Das heißt, ich habe eben unabhängig von der Last, die das Modell zu bewegen hat, immer eine konstante Drehzahl. Das hat man, denke ich, auch auf den Videos vom Radlader schon auf dem ersten, das wir gemacht haben, recht schön gesehen. Wenn wir irgendwo in den Boden reinfahren, hat man oft gesehen, die Reifen, oder da waren die Felgen noch nicht verklebt, es dreht einfach konstant mit einer Drehzahl weiter. Also wenn der Grip quasi nicht mehr reicht, dann das dreht einfach weiter. Es ist nicht so, ich fahre da rein und dann muss ich mit dem Antrieb nachregeln, weil das, wie es beim Bürstenmotor ist, sondern ich gebe eine Drehzahl vor und die wird gehalten. Und das ist einfach das Coole. Und ja, wie gesagt, das ist die Geschichte, die wir hier im BR475 empfehlen. Super platzsparend, super einfach, effektiv, leistungsstark. Also ich bin begeistert davon und viele von den Kunden, die das Modell bestellt haben, haben den Motor ja gleich mit dazu bestellt. Und ich denke, ihr habt da nichts falsch gemacht und werdet meine Meinung da bestätigen. Wir werden im nächsten Video noch auf ein anderes Thema eingehen, wo wir angesprochen wurden, und zwar die Kotflügelbreite hinten vom WA475. Da haben ja einige festgestellt, ja, die Reifen stehen hier hinten ein bisschen über, vorne sind sie abgedeckt. Wir haben das geprüft, habt ihr recht, habt ihr gut aufgepasst auf den Bildern und Videos. Wir haben die Maschine zwar komplett nach Originaldaten gemacht und es ist in der Tat auch nach den Daten, die wir erhalten haben, so, dass der Kotflügel hinten etwas schmaler ist wie vorne. Aber wir haben da jetzt die Teile entsprechend angepasst und werden euch dann da, sobald die da sind, Bilder schicken, dass der Kotflügel hinten im Prinzip genauso breit ist wie vorne. Und ja, dann gucken wir, prinzipiell wären dann beide Varianten verfügbar, aber ich denke, es wird dann wahrscheinlich so sein, dass im Bausatz direkt die etwas breitere Variante ist, weil es wahrscheinlich im Modell die stimmigere Situation ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und wir sehen uns. Ciao.